Rock. Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute hallo Schrockmikos und Schrockchicos und hallo Bramikis und Brachikas. Heute reacten wir auf Mois. Endlich. Ich habe gestern und vorgestern irgendwie keinen Bock gehabt zu drehen. Und auf dem Trailer von Post Malone sagt's. Let's go. Okay, jetzt hat der kleine Mäus schon wieder 1,1 Millionen. Ich habe gehört, dass das, schätze mal, das ist sein Geburtsjahr, und ich habe gehört, es geht eher mehr um seine Familie und so, um seine Vergangenheit. Schauen wir mal. Okay, es sind schon solche Locations und es ist schon Piano. Es ist schon ein Piano im Hintergrund, das heißt eher mehr ruhig und eher mehr für die traurige Schiene. Also man kann es sich geben, wenn man gut gelaunt ist, aber sonst kann man es sich, finde ich, nicht so geben. Alter, das ist ne. Okay, es war der erste. Okay, das ist wahrscheinlich der erste Part. Ah ja, und ich wollte nur sagen, dass dieses Autotune, was da am Anfang, bevor jetzt dieser Bass reinkam, eingesetzt wurde, hat mir nicht so gefallen. Aber ich finde, Mois hat ja so eine Stimme, die man nicht so gut versteht. Das Capital Bra, seine Stimme besser vom russischen Akzent. Er hat halt mehr den russischen Akzent, aber ja, er wurde in Russland geboren, aber ich finde halt, er sollte lieber rappen. Also er hat schon angenehme Stimme, aber ich finde, rappen passt ihm besser als singen. Ich wollte nur sagen, man versteht es halt nicht gut. Okay, sein Opa ist gestorben. Es geht um seinen Opa, den er sehr gemocht hat und auf ihn gehört hat. Okay, ja, das ist schon traurig. Okay. Zum Beispiel das Cousin, das finde ich nicht so geil, aber bis jetzt richtig geiler Song, also richtig sentimental. Also, wenn ihr mich jetzt sehen könnt in mein Gesicht, also ich finde schon sehr traurig den Song über seine Vergangenheit. Vor allem das mit seinem Opa, tut mir leid. Ich war damals noch ein Kind, der das Geld nach Hause bringt. Ich habe jahrelang Da ist es auf Reim Faktor gewesen. Ich war damals noch ein Kind, der das Geld nach Hause bringt. Das war schon jetzt auf Reim Faktor, aber sonst bis jetzt richtig geiler Song. Und auch richtig geiler Real Talk. Die Familie ernährt, tickt der Testo, denn die Sünden waren sie alle wert. Und als Geld kam, kamen auch die Leute geil. Damit, wurde viel zu oft verloren. Man hört diese Steigerung jetzt. Bist du Hook? Okay, ich finde die Melodie richtig geil. Ich finde das Autotune beim Deutschen richtig geil, also nicht so fehlgeschlagen, wie der Turbo gesagt hat. Okay, es ist gewöhnungsbedürftig und er hört sich damit nicht so angenehm an, aber ich finde es richtig geil beim Deutschen. Beim Russischen, wenn ich das nicht falsch verstanden habe, ist das Russisch, hätte das nicht gepasst, da hätte er einfach rappen sollen. Einfach kein Autotune einsetzen sollen, sondern einfach nur rappen sollen halt oder halt ein bisschen höher gehen sollen. Da, wenn er schon hochgegangen wäre, dann hätte er das Autotune nicht einsetzen sollen, weil damit, finde ich, hat er es schlimmer gemacht. Aber sonst richtig geil Hook. Part, ganz stark Hook, nicht so, aber Hook ist auch geil. Genau, 1991 passt ja, aber er hätte dann trotzdem noch was anderes nehmen sollen. Halt, aus der Hook, aber sonst richtig geil. Ich freue mich schon auf den zweiten Part. Das kann man richtig geil feiern und hören und sich geben.
richtig geil geben. Okay, jetzt hört man ihn richtig geil. Ich glaube, sie haben das mit Autotune ein bisschen verbessert, dass er die Aussprache besser hört. Aber sonst, seine Stimme ist richtig, ballert richtig geil auf den Bass. Also sie, man fühlt sie richtig geil auf den Bass. Also sie passt richtig gut auf den Bass, seine Stimme. Und ich glaube, sie haben sie bearbeitet, dass sie angenehmer klingt. Okay, das ist Autotune hat gut gepasst. Also das Autotune hat jetzt gut gepasst, aber man merkt jetzt schon, dass die Hook kommt, aber ich würde nur sagen, das Autotune hat besser gepasst als bei der russischen Hook und bei der deutschen, also den deutschen Teil von der Hook. Also da war jetzt war es nicht so viel wie vorher in der Hook. Okay, es ist schon geil, wenn man so, sie hätten weniger Autotune einsetzen sollen, dann versteht man es nämlich besser. Aber die Hook, bis jetzt, die Hook ist auch richtig geil. Also, Song richtig geil. Bis auf das Autotune. In der russischen Hook, wenn man es runtergedämmt hätte, finde ich, dann könnte man die Hook noch mehr feiern. Aber sonst richtig geil. Richtig geil. Das war's, Leute. Und jetzt react mir noch auf den Circles Trailer von Post Malone. Richtig geil. Das ist jetzt eher mehr so eine melodische Hook. Also melodisch, eher mehr so wie. Also das ist glaube ich die Hook, aber eher mehr so melodisch wie bei Better Now. Also jetzt eher mehr nicht so Rap oder so aggressiv bei Rockstar, sondern halt eher melodischer. Richtig geil. Ich feiere sowieso. Post benannt. Also das ist jetzt der melodischere Teil, finde ich, von ihm, aber kann man sich auch richtig gut geben. Das war's wieder mal mit einem Video von mir. Wenn ihr weiter so Reactions wollt, abonniert diesen Kanal, vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, wenn ihr neu seid auf diesem Kanal und liked dieses Video.